Halb Görlitz war heute auf den Beinen, um ihn zu sehen. Was hat dieser Mann geleistet? Marathonlegende Waldemar Czepinski, heute Geschäftsmann, Fitness-Drink-Vermarkter und Hobbyfußballer. Viele Görlitzer konnten es kaum erwarten. Einige wissen noch ganz genau, wie der berühmte Kommentar weiterging. Liebe Zuschauer zu Hause, nennen Sie alle Waldemar heute, die geboren sind, die Jungs. Nennt, liebe Väter, liebe Mütter, wenn Sie ein Kind gebären, nennen es Ihren Sohn Waldemar. So in etwa. Nennen Sie Ihren Sohn, wenn Sie in der Hand kommen, Waldemar. So ja. Etwa, ne? Waldemar ist da! Und was kaum einer weiß, seit 35 Jahren am Ball. Zum Glockel-Kommentar hat er ein eher zwiespältiges Verhältnis. Ich denke, nachdem wie es sich so entwickelt hat, ist es schon ein kleiner Segen gewesen, denn zu der Zeit selber habe ich das nicht so gut gefunden. Jetzt höre ich es aber fast jeden Tag und wenn man dadurch so berühmt wird, dann ist es auch ganz angenehm. Dann kam es zum großen Duell. Ulf Kirsten, Teamchef der Bundesliga-Auswahl gegen Waldemar Czepinski. Kapitän der Sportoldies, Anstoß und sichtliche Nervosität bei den Kickern im gesetzten Alter, Matthias Liebers, Ronald Kreher und Waldemar Czepinski. Der erste Höhepunkt nach genau einer Minute und 15 Sekunden. Ein Eckball für die Sportoldies, Michael Mayer vor Czepinski am Ball und die sensationelle Führung für den krassen Außenseiter. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erlebte Waldemar Czepinski von der Bank aus die nächste Sternstunde für sein Team. 2:1 durch Bezirksklasse-Kicker Mario Wernicke. Waldemar Czepinskis Tipp nun zum Greifen nah. Ja, ich dachte, wenn wir richtig gut spielen, damit die anderen ganz schlecht spielen, dann kannst du den Unentschieden lernen. Am Ende wurde es sogar ein 2:1 Sieg, weil Ralf Minge das Tor nicht traf. Kommt es jetzt zur Revanche? Hätte der Ulf im Marathon eine Chance gegen Waldemar Czepinski? Ich weiß nicht, wie gut er drauf ist im Marathon, aber ich bin auch nicht so gut drauf im Marathon. Insofern hat er vielleicht eine kleine Chance. Noch dauert das Turnier an, die Stimmung aber längst schon auf dem Höhepunkt. Ich wünsche Ihnen, feinen Zuschauer, viel, viel.